Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Vielleicht könnt ihr es erkennen, ich sitze in einer Renault Zoe oder einem Renault Zoe, ganz wie ihr wollt. ZE50, das heißt Zoe mit 50 Kilowattstunden großem Akku. Leider hat diese Version keinen CCS-Anschluss, das heißt eine Ladekurve kann ich am Ende nicht aufnehmen. Ich werde aber gleich wieder auf meine Autobahnfahrt gehen. Das heißt, ich versuche wieder den Verbrauch zu ermitteln. Wie viel verbraucht Renault Zoe ZE50 mit 50 Kilowattstunden Akku auf der Autobahn bei Tempo 120 bis 130? Wir haben heute wieder mal sehr stürmisches Wetter und es wird wahrscheinlich unterwegs auch wieder ein bisschen regnen. Das heißt, die Bedingungen sind auch nicht besonders gut. Wir haben 8 Grad draußen. Man nennt das hier in Norddeutschland Winter. Und schauen wir mal, wie sich der Verbrauch entwickelt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Deswegen bleibt dran. Das Interieur von der oder dem Zoe hat sich ja im Vergleich zur letzten Version deutlich geändert. Wir haben hier ein ganz anderes Cockpit. Das Armaturenbrett ist komplett anders. Die Sitze sind jetzt mit einem grauen, sehr festen, schönen Recyclingstoff bezogen. Wir haben einen ganz anderen Gangwählhebel und hier ein Zentraldisplay für die Navigation. Relativ gut bedienbar. Es bedient sich alles ziemlich flüssig, muss ich sagen. Und auch das Cockpit hier sieht eigentlich alles ziemlich top aus. Also die Auflösung ist gestochen scharf und es macht irgendwie Spaß drauf zu gucken. Lenkrad fasst sich auch gut an. Und die ersten Meter, die ich mit dem Auto jetzt vom Händler hierher gefahren bin, es fühlt sich einfach an wie ein ganz anderes Auto. Also man hat das Gefühl, man sitzt irgendwie erhöht. Das hatte ich in unserer alten Renault Zoe natürlich auch. Aber dadurch, dass das hier irgendwie wuchtiger aussieht hier vorne, kommt es einem irgendwie noch höher vor als früher. Und vor allem das Auto fährt sich ganz anders. Also die Straßenlage ist top und es rappelt nichts, es klappert nichts. Gut, es ist jetzt ein Neuwagen. Aber man hat das Gefühl, auch von der Dämmung her haben sie doch einiges verbessert. Der Wagen ist noch leiser geworden. Und ich meine, Herrschaften, es ist jetzt ein richtiges Auto. Nicht mehr so eine, ich möchte es mal blasphemisch ausdrücken, Klapperkiste, wie die alten Versionen noch waren. So, wir starten. Ich habe jetzt 338 Kilometer Reichweite bei 99% Akkustand. Ich stelle den Ganghebel auf B, das ist die höchste Rekuperationsstufe. Und dann geht's jetzt los auf unseren Trip. Natürlich mache ich das Fahrgeräusch wieder aus, das kann man zum Glück hier noch. Auf unseren Trip nach Bremerhaven und zurück 130 Kilometer auf der Autobahn. Und der Wagen fühlt sich deutlich erwachsener an als noch die älteren Versionen. Also unsere Version ist ja von 2015, die wir haben. Und das hier ist jetzt schon ziemlich gut gedämmt. Auch beim Türen zuklappen ist es nicht mehr so blechern, sondern schon so ein satter Sound. Und auch beim Fahren, wenn man über irgendwelche Unebenheiten fährt, über Schlaglöcher oder Gullideckel, dann fühlt sich das schon sehr, sehr gedämmt an und auch ein bisschen besser gefedert, nicht mehr so, wie soll ich sagen, so hart und irgendwie rappelig wie in den alten Versionen. Das Lenkrad fühlt sich auch sehr schön an, schön griffig, muss ich sagen. Auch die Größe gefällt mir hervorragend. Kann man gut mitfahren. Leider fällt mir wieder auf hier, dass der Elektromotor wieder so ein ganz hochfrequentes Piepen macht in den niedrigen Geschwindigkeiten. Das nervt mich persönlich immer. Kann man sich sicherlich dran gewöhnen, aber am Anfang stört es mich halt. So, die Temperatur, die wir eingestellt haben, kann ich euch nicht genau sagen. Ich habe auf jeden Fall auf Stufe 4 von der Temperatur, weil die Gradzahl wird hier nämlich nicht angezeigt in diesem Auto. Eco ist aus, das heißt, wir fahren im Normalmodus. So, Tempo 30 Zone haben wir hinter uns gelassen und jetzt geht's gleich wieder auf die Autobahn. Eieieiei, der Wind hier in diesem Auto ist natürlich noch heftiger als in den anderen Autos, die ich gefahren habe. Das Auto ist doch ein bisschen windanfälliger. Es,
wirft mich hier hin und her. Wir haben doch wieder ganz schön heftigen Seitenwind. Und jetzt sind wir gerade unterwegs. Kilometer gefahren 7, genau 7 Kilometer. 21,6 Kilowattstunden gerade im Durchschnitt. Kann jetzt hier nur 100 fahren im Moment, aber werde ich gleich auf 120 beschleunigen, wenn es freigegeben ist. Momentan fahren wir schön seitlich gegen den Wind an. Naja, das wird bei diesem Auto für hohe Verbräuche sorgen. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass es hier etwas lauter ist in dem Auto als zum Beispiel im Peugeot E208. Das merke ich irgendwie an den Windgeräuschen. Die sind hier doch deutlich stärker als in dem anderen Auto, dem Peugeot. Kommt dir das auch so vor? Ja, es ist lauter hier. Also der Peugeot war leiser. So, wir sind jetzt bei 21,1 Kilowattstunden im Durchschnitt und gefahren sind wir 16 Kilometer. Haben noch eine Reichweite von 301. Das heißt, 338 hatten wir, 16 Kilometer sind wir gefahren, aber 38 Kilometer Reichweite verloren. Da bin ich gespannt, wie sich das noch entwickelt. Okay, der Tempomat ist auf 125 km/h eingestellt. Wir sind jetzt 20 Kilometer unterwegs und haben einen Durchschnittsverbrauch von 21,8 Kilowattstunden. Angezeigte Restreichweite 286 Kilometer. Das heißt 20 Kilometer gefahren, aber über 45 Kilometer schon verloren an Restreichweite. Na, schaut euch mal diesen Regenbogen an, mitten über der Autobahn. Ist das nicht toll? Ist das ein Zeichen? Schüttet es aber richtig wieder mal. Ne? Kurz vor Bremerhaven fängt das wieder an, hier wolkenbruchartig zu regnen. Na super. Wir haben jetzt 46 Kilometer gefahren und einen Durchschnittsverbrauch von 22,2 Kilowattstunden. Uiuiui. Hätte man ein bisschen langsamer fahren hier bei dem Wetter. Also 120. Ja. Leider hat er keinen adaptiven Tempomat. Das vermisse ich ja eigentlich immer mittlerweile. Ne? Wenn sich einmal daran gewöhnt hat, dann will man nie wieder ohne fahren. Und dieser Spurhalteassistent, den Zoe hier hat, der ist auch eher so ein Assistent. Also er ist nicht wirklich dazu geeignet, unaufmerksam zu sein, auf gar keinen Fall. Okay, da vorne ist die Abfahrt Bremerhaven Zentrum. Da geht es wieder raus in meine Wendeschleife. Und dann geht's auf die Rücktour. Wir haben zum Glück nicht die ganze Zeit Gegenwind gehabt, sondern eigentlich fast die meiste Strecke Seitenwind. Aber dafür halt sehr viel Regen. Und das ist ja auch nicht so schön. Ja, interessant. Dieses Auto zeigt mir an, dass ich 63,3 Kilometer gefahren bin. Normalerweise sind das immer so 64 oder sogar 65 Kilometer bis hierhin. Und einen Durchschnittsverbrauch von 21,2 Kilowattstunden hatte ich bei momentan einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 75 km/h. Das wird sich aber noch wieder erhöhen jetzt auf der Rückfahrt. Und ich habe eine Restreichweite von 199 Kilometern. Das heißt 138 Kilometer, 139 Kilometer sind verloren gegangen. Bei rund 64 Kilometer Fahrt. Das ist mehr als das Doppelte. Aber gut, jetzt habe ich noch fast 200 Kilometer, also 199 um genau zu sein, für die Rückfahrt. Reicht auf jeden Fall locker.
Bin gespannt, was am Ende für den Rest übrig bleibt. Kilometer unterwegs und ein Durchschnittsverbrauch von 21,7 wieder. Wetter ist leider immer noch beschissen. Also jetzt kämpfen wir uns durch diesen Regen und durch die Gischt der vorausfahrenden Fahrzeuge. Schön ist das nicht, aber das sind halt auch mal Bedingungen, die können eben auch mal auftreten. Und da muss ein Elektroauto halt auch mal zeigen, was es kann. Und ich finde, das sieht bei der Zoe hier momentan ziemlich gut aus. Also der Durchschnittsverbrauch hier von unter 22 Kilowattstunden für die Geschwindigkeit, die ich fahre, finde ich akzeptabel für das Auto. Da muss man erstmal drunter bleiben. Gerade bei so einem Wetter. So, wir haben jetzt fast 100 Kilometer gefahren. Genau 97 Kilometer und eine Restreichweite von 132 Kilometern. Also wir erinnern uns, wir sind angefangen mit 338. 100 Kilometer Abzug müsste eigentlich 238 sein, aber wir stehen bei 131. Das heißt, wir haben fast doppelt so viel Reichweitenverlust, wie wir wirklich gefahren sind. Das ist immer bitter, finde ich. Der Verbrauch ist 22,1 Kilowattstunden. Das ist für das Tempo, was wir fahren, ganz in Ordnung. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt im Moment 85 km/h. Ich fahre so zwischen 120 und 130, also relativ zügig. Und wie gesagt, Wetter ist schlecht. Seitenwind, Regen, 7 Grad. Ich habe jetzt genau 100 Kilometer und die Akkustandanzeige ist bei 50%. So dass ich also sagen würde, dass man mit diesem Auto bei dem Tempo, was wir gerade fahren, wahrscheinlich 200 Kilometer kommt. Aber das sehen wir dann am Schluss, das werde ich nochmal zusammenrechnen. Aber laut Batteriestandanzeige 100 Kilometer gefahren, 50% im Akku, ja, macht zusammen 200 Kilometer Gesamtreichweite. Ich bin 110 Kilometer gefahren und wie erwartet sinkt jetzt die Restreichweite überhaupt nicht mehr so schnell wie am Anfang. Wir haben jetzt noch 114 Kilometer Rest bei 45% Akkustand und das dürfte wahrscheinlich auch der Realität entsprechen. Der Verbrauch ist momentan bei 21,8 Kilowattstunden und ich habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren von 87,4 Kilometer pro Stunde auf der Strecke. Jetzt wird der Verbrauch wieder ein bisschen sinken, weil wir hier eine Geschwindigkeitsbeschränkung haben von 120. Schneller darf ich nicht. Wir sind wieder kurz vor Bremen und gleich sind wir dann zu Hause, noch 20 Kilometer und dann schauen wir mal, wie es ausgegangen ist. Noch 2 Kilometer, dann bin ich zu Hause. Wir haben einen Zwischenstand von 21,0 Kilowattstunden, 105 Kilometer Restreichweite bei 40% Akkustand. Gefahrene Kilometer 125. So, wir sind wieder da. Interessanterweise zeigt Zoe an, dass wir 126,8 Kilometer zurückgelegt haben. Normalerweise ist bei meinen Probefahrten immer die Uhr auf 129 oder sogar 130 Kilometer. Der Tacho scheint hier also die Strecke irgendwie anders zu messen als alle anderen Autos. Das ist schon ein bisschen komisch. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt noch 39% im Akku. Das heißt, wir haben insgesamt 60% verbraucht, weil wir bei 99% losgefahren sind. Und wir haben noch eine Restkapazität von 103 Kilometern. Der Verbrauch im Durchschnitt lag jetzt bei 20,9, weil wir ja noch am Ende durch die Stadt und durch die Tempo-30-Zone mussten. Da ist der Verbrauch dann wieder gesunken.
Durchschnittsgeschwindigkeit war am Ende dann 80 Kilometer pro Stunde. Auf der Autobahn lag sie dann bei 88 Kilometer pro Stunde. Also wir sind schon ziemlich schnell gefahren. Wie gesagt, immer zwischen 120 und 130. Wetter war, wie ihr gesehen habt, sehr schlecht. Ich finde den Wert ziemlich gut. Und wenn ich das mal hochrechne, bei 60% verbraucht, bei 127 Kilometer rund gefahren, würde dieses Auto mit dem 50 Kilowattstunden Akku bei 100% 211 Kilometer weit kommen mit dieser Fahrweise bei diesem Wetter. Das finde ich im Prinzip einen sehr akzeptablen Wert, liegt fast gleich auf mit dem Peugeot E208. Die Unterschiede bei den Autos sind natürlich doch vorhanden. Ich finde, die Zoe ist von innen irgendwie größer, geräumiger. Auch hinten hat man ein bisschen mehr Platz als im Peugeot. Dafür wirkt der Peugeot E208 deutlich moderner und auch irgendwie hochwertiger von innen. Das hier in der neuen Zoe ist zwar auch sehr schön, aber irgendwie will so dieser Wow-Effekt sich nicht einstellen. Von daher ist meine Wahl immer noch, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Peugeot und Zoe, würde ich den Peugeot nehmen. Reichweite ist fast identisch. Ich würde sogar sagen, vielleicht hat der Peugeot ein bisschen die Nase vorn, denn mit dem bin ich ja bei meinem letzten Test nochmal 10 Kilometer pro Stunde schneller gefahren. Und vor allem kann er viel schneller laden als Zoe. Also die Ladekurve habt ihr gesehen, die fängt bei 100 Kilowattstunden an, bei 100 kW fängt die an, geht dann zwar ziemlich rapide runter, aber man kann das Auto in 40 Minuten wieder auf 80% vollladen. Und bei den Tests, die ich von Zoe schon gesehen habe, dauert das hier mindestens eine Stunde. Also von daher würde ich sagen, Peugeot nach wie vor meine erste Wahl. Preislich tun die sich nicht viel. Dennoch ist Zoe ein erwachsenes Auto geworden im Vergleich zu unserer Zoe mit dem 22 Kilowattstunden Akku aus dem Baujahr 2015. Da liegen Welten dazwischen. Die Bedienung hier vorne im Armaturenbrett gefällt mir persönlich jetzt gar nicht mal so gut. Sie sieht zwar irgendwie schön aus, obwohl ich ja Zoe-Fahrer bin. Mit der alten Zoe ist es natürlich ganz anders. Und die Bedienung hat mir im Peugeot auch besser gefallen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. So, das war mein Reichweitentest. Renault Zoe ZE50. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und wie immer abonniert meinen Kanal. Bis dann. Ciao.